CD mit nur Piccolo-Musik, das ist ja total exotisch. Denn ursprünglich ist unser kleines Instrument ja kein Solo-Instrument, sondern es wurde gebraucht für Militärmusik, Blasmusik, im großen Sinfonieorchester für bestimmte Effekte. Und in den letzten 50 Jahren haben sich aber die Instrumentenbauer daran gemacht, die Instrumente wirklich weiterzuentwickeln, sodass wir jetzt hochwertige, sehr schön klingende Instrumente zur Verfügung haben. Und auch die Flötisten haben sich intensiver damit beschäftigt, wie man wirklich hochklassig kultiviert und in vielen Schattierungen mit dem Piccolo umgehen kann. Wenn ich daran denke, auf was für Instrumenten vor 100 Jahren gespielt wurde, also wie zum Beispiel Schostakowitsch die Uraufführungen seiner Sinfonien gehört haben mag, naja, das dürfte inzwischen wirklich deutlich kultivierter klingen. Und in diesem Zusammenhang hat sich auch Literatur entwickelt. Konzerte, Sonaten, auch Kammermusik. Und einiges davon haben wir auf dieser CD dokumentiert. Ich bin 2006 auf einem großen Flötenfestival gewesen in England, in Manchester. Und habe dort unter anderem Flötisten aus Australien kennengelernt und dort am Stand der australischen Flötengesellschaft die Zeitung Flute Focus in die Hände bekommen. Und in der Ausgabe, die ich damals gekauft habe, wurde das Piccolo-Konzert von Barry McKim besprochen, das ich natürlich bis dahin gar nicht kannte. Neugierig geworden und habe den Komponisten und den Piccolo-Flötisten der damaligen Uraufführung einfach per E-Mail angeschrieben und gefragt, gibt es da Noten? Kann ich das mal sehen, das Stück? Ich würde mich interessieren, das zu spielen. Und beide haben sehr freundlich geantwortet, haben mir einen Mitschnitt geschickt von der Uraufführung, die Noten und mich ermutigt, das Stück zu spielen. Das Stück ist eigentlich eine Musik, die mir sehr entgegenkommt, weil es in der irischen Tradition komponiert ist, orientiert am Klang der Penny Whistle und zum Soloinstrument Piccolo gibt es auch noch eine solistische Harfe. Also es ist sehr positive, freundliche Musik, temperamentvoll und lebensfroh. Und ich habe so großen Spaß an dem Stück gefunden, dass ich lange den Plan gehegt habe, es mal aufzunehmen und auch aufzuführen. Der australische Komponist Barry McKim, geboren 1941 in Melbourne, hat sein Konzert für Piccolo und Orchester 1983 geschrieben. Es ist auch als Celtic Concerto benannt. Ursprünglich ist der Komponist ausgebildeter Trompeter und ist Orchestermusiker der Melbourne Symphony Orchestra gewesen. Anfang der 70er Jahre hat er vor seinen Kollegen Kammermusik verschiedene Orchesterstücke und Musik für nicht-traditionelle Instrumente geschrieben, unter anderem ein Tuba-Konzert und das Piccolo-Konzert.
ist in drei Sätze geschrieben, aber trotz die Aufteilung in einer freien Form. Im ersten Satz stellt das Solo-Instrument das Motiv des Konzerts vor. Die Piccolo-Flöte beginnt zunächst in einem mäßigen Andante, aber relativ schnell präsentiert sich alle Instrumente. Man hört von dem modernen Instrument der Piccolo-Flöte die volkstümlichen Eigenschaften der Penny Whistle. Die Harfe ist ständig Partner zum Solo-Instrument. Fast könnte man dieses Konzert als Piccolo- und Harfe-Konzert benennen. Sehr geschickt setzt McKim in langsamen Satz, zweiten Satz, einen wunderschönen Ruhepunkt. Dies ist sehr wichtig für die Dramaturgie des Stückes, da die Orchesterinstrumente ziemlich lang im zweiten Satz verschwinden. Die Heiterkeit und das Tänzerische kehrt in keltischer Tradition im dritten Satz zurück und als ob die Geschichte von einem Erzähler zum Ende gebracht wird, endet dieses Konzert in einer großen Abschlussfeier mit einem Allegro Giusto. Das hier ist eine Penny Whistle oder Tin Whistle. Das bedeutet, sie ist gebaut wie eine kleine Blockflöte, aber aus Blech. Und ist ein ganz einfaches Volksinstrument in Irland und Schottland, gehört dort zur Folklore. Noch einfacher ist dieses Modell, ist ja nicht mal ein Muster, aber das ist das, was wirklich in den Kneipen gespielt wird und womit wirklich in Irland und Schottland auch heutzutage noch Volksmusik gemacht wird. Der Klang dieser Flöten ist ganz ähnlich meinem Piccolo. Es ist die gleiche Lage, man sieht das auch schon, die gleiche Mensur, so ungefähr. Und die Klangfarbe ist ganz ähnlich und hat Barry McKim inspiriert zu seinem Piccolo-Konzert. Außer der Klangfarbe, die ähnlich ist, hat er auch viele traditionelle irische Motive und Melodiefärbungen einfließen lassen in dieses Konzert. Wir haben auf dieser CD das A-Moll-Konzert von Vivaldi aufgenommen. Ein Piccolo-Konzert, das eigentlich nicht für dieses Instrument geschrieben wurde, sondern für die Sopranino-Blockflöte. Es ist mit dem C-Dur-Konzert zusammen eins der beiden Probespielkonzerte, also Pflichtstück, wenn man sich für eine Orchesterstelle bewirbt. Und daher gehört es richtig zur klassischen Literatur für Piccolo-Flöte heutzutage. Es ist sehr virtuos, es ist ein bisschen hart und winterlich, ein bisschen harsch, sage ich mal. Man kann also nicht nur die Geläufigkeit des Instrumentes gut zeigen, sondern auch die etwas scharfkantige und bissige Seite. Thank you.
auf der CD, die wir zusammen aufgenommen haben, ist nicht nur das Konzert von Barry McKim, das so groß besetzt ist mit großem Symphonieorchester, sondern auch noch zwei Stücke eines amerikanischen Komponisten, Daniel Dolf, eine Sonatine und ein Virtuosenstück mit dem Namen Flash, was ja sehr gut zum Piccolo passt. Flash, der Blitz, passt sehr gut zum Klang unseres Instrumentes. Die Sonatine von Daniel Dolf ist im Moment eine der meistgespielten Stücke für Piccolo-Flöte und Klavier in den USA. Daniel Dolf hat die Inspiration zu diesem Stück bekommen auf einer Reise nach Europa, speziell nach Frankreich. Er hat die Gärten von Giverny gesehen. Giverny ist der ehemalige Wohnsitz des Malers Claude Monet. Und die Gärten und das Anwesen existieren heute noch so, wie Monet es damals gesehen hat. Also ich denke, dass das französische Licht, die Natur und die funkelnden Reflexe auf dem Wasser in diesen Gärten ihn zu den sehr impressionistischen, zarten Klängen inspiriert haben, die diese Sonatine ausmachen. Eine Trio-Sonate von Robert Delanoff, das ist ein deutscher Komponist aus München, in der Besetzung Flöte, Oboe und Klavier.